Genau, also ich bin Peter, ich bin Softwareentwickler hier. Ich möchte euch was über Kubernetes erzählen, ihr möchtet euch das vielleicht anhören. Ich bin da selber so ein bisschen reingeschlittert aus dem Bedürfnis heraus, eine Anwendung ins Internet zu bringen. Also so, der Kunde wollte irgendwas Kleines, man baut ein kleines Tool, versucht ihm sein Problem zu lösen. Und dann kleine Sache, halber Tag gebaut, so, was machen wir jetzt damit, das muss jetzt irgendwo hin. Ja gut, okay, auf den Kundenserver ist doof, weil der ist ja irgendwie mit SLAs und wenn da was kaputt geht, dann ist ja irgendwie gleich Katastrophe und da sind ja Produktivdaten drauf. Alles auf einen Server draufschmeißen, so ein Testserver ist halt auch irgendwie nicht so das Richtige. Ich meine, das geht vielleicht, wenn man nur vier, fünf Entwickler sind, aber wenn man mit fast 100 Entwicklern und jeder schmeißt einfach seine Tools da drauf und kümmert sich nicht weiter drum, dann ist das Ding irgendwann auch super voll. Das heißt, aus dem Bedürfnis bin ich da eigentlich rangekommen zu sagen, ich möchte Anwendungen, möchte diese Anwendungen, sind dann recht schnell mehrere geworden, irgendwo in dieses Internet bringen und eigentlich so, dass sich niemand drum kümmern muss, dass ich mir jetzt nicht eine extra VM aufsetzen muss oder irgendwo einen Server bestellen, sondern das soll einfach da laufen und ich will damit gar nichts weiter zu tun haben. So, warum DIY-Entwickler? Naja, traditionell ist das halt so eine Aufgabe für DevOps. Der Developer baut die Anwendung und dann drückt er sie seinem DevOps oder sowas in die Hand und der kümmert sich, dass sie dann läuft und dass sie auch im Laufen bleibt. Aber ich glaube, gerade für solche Entwickler, die eben sagen, ich mache das von der Entwicklung bis zur Live-Stellung und gucke auch, dass es am Laufen bleibt und Monitoring und alles hinten raus, kann ich irgendwie alles abdecken, ist das ein tolles Werkzeug, um das zu erreichen. So. Wie habe ich mir das strukturiert? Das wird zu einem großen Teil, wird dieser Vortrag aus Erklärungen bestehen, Begriffserklärungen. Warum? Weil die Kubernetes-Doku extrem gut geschrieben ist, wenn man weiß, worum es geht. Aber da sie sich die ganze Zeit selbst referenziert und ihre eigenen Begriffe zum Erklären benutzt, ist es super schwer, da einen Einstieg zu finden. Deswegen, Großteil werde ich mit Begriffserklärungen verbringen. Dann gehen wir Richtung Beispiele. Also, wie benutze ich das? Ich finde das toll, ich will das morgen benutzen, was muss ich tun? Und wenn wir dann noch die Zeit finden, dann gehen wir noch ein kleines Stück über Setup. Also ich will das nicht nur auf meinem Rechner benutzen, sondern ich will das gerne produktiv haben. Was muss ich tun? Ich habe da ein bisschen experimentiert, aber schauen wir mal, wie weit wir kommen. Wenn nicht, der Link war eben in der Startslide, der Link ist auch im Meetup, die Slides und der ganze Code, den ich jetzt zeige, ist auf GitHub, kann man sich angucken und dann auch selber nachbauen. Ich fange vorne an mit Begriffserklärungen und Überblick. Dann haben wir drei Beispiel-Setups, die wir mal gucken, der Reihe nach durchgehen. Und dann am Ende haben wir drei Arten, wie man das Ding in produktiv bringen kann. Reden wir dann drüber, wenn es soweit kommt. Begriffserklärung. Wer von euch hat schon mal einen Docker-Container ausgeführt? Drei. Wer hat schon mal einen eigenen Docker-Container gebaut aus eigenem Code? Zwei. Okay. So, was ist ein Container? Ein Container ist eine leichtgewichtige Art der Visualisierung. Leichtgewichtig, weil es ist kein kompletter Rechner, der simuliert wird, mit Betriebssystem und Festplatten und CPU und was auch immer, sondern wirklich nur ein kleines Stück, eine ganz dünne Schale um meine Anwendung herum. Kubernetes ist ein System zur Orchestrierung und Skalierung von Container-Anwendungen. Also Voraussetzung ist, ich habe meine Anwendung in einen Docker-Container eingepackt, ich kann den ausführen, der tut dann das, was er soll. Und jetzt möchte ich davon gerne einen 10-100 haben und ich möchte nicht nur diesen einen, sondern der braucht auch noch eine Datenbank und ein Logging-System und irgendwie ein HTTP-Proxy davor und dann brauche ich vielleicht noch ein Redis-Cache und was auch immer, diese ganze Infrastruktur darum zu bauen. Das ist das, was unter Orchestrierung fällt. Wenn die Anwendung mal crasht, soll sie neu gestartet werden. Wenn mehr Last ist, möchte ich mehr Instanzen davon haben. Das ist der Skalierungsteil. Wie sieht das aus? So kann das ausschauen. Wir sehen hier das Kubernetes-Dashboard. Man sieht hier zusammengefasst, ich habe keinen Cursor, doch da, wie viel CPU und wie viel Arbeitsspeicher brauche ich, also so wie bei einem klassischen Virtualisierungstool. Aber ich habe hier unten Deployments und Replikasets und dann noch weiter unten dann die Ports. Begriffserklärung kommt gleich. Das sind quasi die Workloads, die in meinem Cluster laufen. Das heißt, das sind die ganzen Anwendungsteile, die ich brauche, um meine Anwendung zusammenzubauen. Wir haben hier eine Anwendung, das ist irgendwie dieser letzte Punkt hier und die hat ganz viele Abhängigkeiten. Die brauchen Elasticsearch, dann braucht sie ein Kibana für Reporting, dann braucht man ein Logstash, ein MongoDB, ein Redis, ein S3-kompatiblen Client. Eine riesige Büchse an verschiedenen Diensten, die ich brauche, um diese Anwendung auszuführen. Wenn ich das jetzt irgendwo auf einem Spieleserver installieren möchte, ja, dann bin ich ja erstmal einen Tag mit Software installieren und konfigurieren beschäftigt. Kubernetes hilft mir hier, das alles so zusammengepackt aufzubauen. Und wenn ich dann sage, ich brauche es nicht mehr, kann ich es auch auf einen Klick wieder weg haben. So, kommen wir mal in die Begriffswelt von Kubernetes.
ein Namespace. Ein Namespace ist das, was man denkt, was er ist, ein Gruppierungselement von Anwendungsteilen. Kommunikation ist nicht darauf beschränkt. Man kann auch zwischen Namespaces Kommunikation aufbauen. Meistens will man das aber nicht. Es gibt dann so Ausnahmefälle. Das heißt, ein Namespace könnte sein eine Anwendung oder eine Stage einer Anwendung, also die Live-Umgebung. Und dann habe ich nebendran dieselbe Anwendung nochmal als die Development-Umgebung. Dann wären das zwei Namespaces mit darin den Workloads, die ich brauche. Meine Datenbank, mein Logstash, meine Anwendung, was auch immer. Innerhalb eines Namespaces habe ich Deployments. Deployment bedeutet, ich deklariere, was sein soll. Ich deklariere, ich hätte gerne eine Anwendung, nämlich diese hier, und davon hätte ich gerne mindestens eine Instanz, außer wenn die sagt, sie ist überlastet, dann starte mir eine zweite oder eine dritte. Oder wenn sie kaputt geht, starte sie neu. Das beschreibe ich dort als Zielzustand. Und Kubernetes nimmt das als Vorlage, um zu sagen, wie ist mein Ist-Zustand? Die Anwendung ist gerade gestorben. Wie ist mein Zielzustand? Was muss ich tun? Ich muss sie neu starten. Also ich beschreibe deklarativ, wie soll meine Anwendung laufen? Wie soll die ausschauen? Ein Pod. Ein Pod ist ein Container. Nein, das stimmt nicht. Ein Pod kann auch mehrere Container sein. Aber in den allermeisten Fällen ist ein Pod ein Container. Eine Anwendung, ein Pod. Die Bezeichnung ist noch ein bisschen größer gefasst. Man kann in einem Pod auch mehrere Container haben, die sich dann Ressourcen sharen. Das ist dann wichtig, also wenn ich zwei Pods habe, wie beispielsweise meine Anwendung und ein HTTP-Proxy, dann können die über Netzwerk miteinander reden. Kein Problem, kann ich jetzt zwei Pods haben. Jetzt habe ich aber vielleicht eine Anwendung, die geht nur über Unix-Sockets zu bedienen. Oder die müssen Dateien miteinander austauschen auf der Festplatte. Das geht nicht über Pod-Grenzen hinweg, über Container-Grenzen hinweg, weil der Container das ja für jede Anwendung wegvirtualisiert. Wenn ich solche Anforderungen habe, dann möchte man mehrere Container in einem Pod haben. Wir kommen da später noch auf ein Beispiel, wo das nützlich ist. Aber für die allermeisten Fälle ein Container, ein Pod. Das ist im Prinzip die Zusammenfassung dessen, was ich eben sagte. Container in einem Pod können Ressourcen sharen, Pipes benutzen, Unix-Pipes, können Semaphores haben, quasi alles, was gemeinsames Dateisystem erfordert oder ja, einen gemeinsamen Kernel-Interaktion erfordert. Beispiel, ich habe einen Pod mit der Anwendung drin und ich habe nebendran einen Pod, der quasi auf dessen Daten zugreifen soll, um sie für ein Backup abzuliefern. Dann müssen die sich ja die Dateien sharen. Das ist beispielsweise so ein Szenario. Aber tatsächlich gibt es nicht so viele Szenarien, in denen man das haben möchte. In den allermeisten Fällen ein Dienst, ein Pod, ein Container. So. Jetzt habe ich in meinem Kubernetes-Cluster per Deklaration ein Deployment definiert. Ich habe gesagt, es soll eine Anwendung geben, davon bitte zwei Instanzen. Wenn eine kaputt geht, start eine neu, aber sorg mir dafür, dass immer zwei da sind. Wenn ich jetzt von einem anderen Pod mit diesen Instanzen reden möchte, dann muss ich die unter irgendeinem Dach kombinieren. Sagen, ich fasse sie zusammen, und zwar alle die gerade gesund sind. Kann ja sein, dass einer abgestürzt ist und der ist noch nicht dazu gekommen, eine neue zu starten. Das ist das, was Services tun. Services gruppieren gesunde Pods unter einem Namen, unter einem Dach und machen sie verfügbar für andere. Damit sorgt man für Kommunikation zwischen den einzelnen Elementen. Wir sehen das gleich in praktischen Beispielen. Ich will nur vorher einmal alle Begriffe benannt haben, deswegen rausche ich da jetzt so ein bisschen durch, damit wir nachher von denselben Sachen reden. Wenn ich einen Service definiere und sage, dies ist ein Service, er heißt PostgreSQL. Und er soll bitte alle Pods sammeln, die das Label PostgreSQL haben. Dann bekomme ich ganz automatisch innerhalb meines Clusters einen DNS-Namen, der so heißt wie mein Service. Das heißt, von einem anderen Pod aus kann ich sagen, verbinde dich mal mit dem Server, dessen Name PostgreSQL ist und lande auf einem der Pods, die unter diesem Service gruppiert sind. Habe ich mehrere, wird per Zufall entschieden, mit wem ich rede. Das ist bei PostgreSQL jetzt nicht so cool, aber wenn ich zum Beispiel sowas habe wie ein Bildprocessing-System, wo ich halt Bilder reinwerfe und kriege sie skaliert wieder raus oder irgendwas, was Videos encoden, dann da eignet sich das halt ganz gut. Ich mache mir eine Verbindung auf und Kubernetes sorgt dafür, dass ich einen gesunden Worker-Node bekomme, der unter diesem Service lebt. Dadurch abstrahiert man dieses Anbieten und Nutzen von Diensten, also ohne dass ich quasi wissen muss, wie jetzt zum Beispiel die IPs in diesem Netzwerk sind. Ich weiß einfach, da ist ein Name, ich spreche den an, passiert schon das Richtige draus.
Service veröffentlicht Anwendungen auf TCP-IP-Port-Nummer-Layer. Das heißt, ich sage PostgreSQL, dieser Port heißt so. Jetzt sind wir einmal durchgerauscht. Das Schlimmste ist geschafft. Schauen wir uns das Ganze mal in einem Beispiel-Setup an. Wir haben hier eine Anwendung vorbereitet, oder ich habe euch eine Anwendung vorbereitet, die ist eigentlich sehr einfach. Die macht einen TCP-Port auf, man kann sich dahin verbinden, man kann Text schreiben und man kann sich ein zweites Mal hin verbinden und das, was der eine schreibt, sieht der andere und umgekehrt. Ein ganz einfacher Chat auf TCP-Basis. Wir schauen uns jetzt erstmal die Anwendung an. Die ist ganz klein, die passt auf einen Bildschirm. Dann schauen wir uns das Docker-File dazu an. Wir haben ganz am Anfang gesagt, damit die Anwendung in so einem Cluster laufen kann, muss ich sie in einen Container einpacken. Das schauen wir uns an und dann schauen wir drauf, wie man diesen Container baut und dann hochlädt. Im zweiten Schritt schauen wir uns dann an, was ich Kubernetes mitteilen muss, damit es weiß, wie es diese Anwendung auszuführen hat. Wir schauen uns die Manifest-Files an, schauen uns an, wie man die tatsächlich anwendet, unter der Annahme, man hat schon ein funktionierendes Cluster, und schauen uns an, wie man dann inspiziert, ob die Anwendung auch korrekt läuft. Und ich denke, dabei werden diese Begriffe, über die wir jetzt gerutscht sind, noch ein bisschen deutlicher. Das ist die Anwendung. Ich habe versprochen, dass ich reinzoome, wenn es dann soweit kommt. Kleine Node.js-Anwendung, total einfach. Das ist eigentlich so das erste Beispiel, das man macht, wenn man Node.js anguckt. Wir machen einen Netzwerkserver auf, merken uns alle Verbindungen in der Liste. Wenn jemand was schreibt, schicken wir es zurück. Wenn jemand sich trennt, die Verbindung zumacht, sagen wir allen anderen, dass er gegangen ist und lauschen dann auf Port 5000. Das ist alles. Auf der linken Seite sehen wir das dazugehörige Docker-File. Wir basieren das auf einem vorhandenen Docker-Container, der uns eine Node.js-Umgebung in einem ganz minimalen Linux bietet, sagen, welche Ordner relevant ist für uns, wo unsere Anwendung leben soll, kopieren die Datei dort hinein, sagen, dass Port 5000 nach außen angeboten werden soll und sagen ihm, wie er diesen Server zu starten hat. Die meisten Files sehen auch ungefähr in der Reihenfolge aus. Da kommen dann vielleicht noch Schritte mit Pakete installieren oder sowas dazwischen, aber meistens ist es tatsächlich ein von woher, was soll rein, wie führe ich es aus. Wir bauen das einfach mit Docker-Build, geben dem Ganzen einen Namen, dieser Ordner, dann rödelt er einmal durch, fertig ist der Container. Dann habe ich einen Container gebaut, der unter diesem Namen bei mir auf dem Rechner liegt. Wir können das testen. Ich kann ihm einfach sagen, führe mir mal diesen Container aus und bitte veröffentliche den Port 5000 lokal auf meinem Rechner. Danach kann ich mich mit Telnet oder was auch immer lokal auf diesem Port verbinden. Hier das Ganze im Beispiel. Man sieht es nicht so gut, ist aber auch gar nicht so wichtig. Ich kann trotzdem mal ranzoomen. Links sehen wir hier den laufenden Docker-Container. Und rechts sehen wir mit Telnet einmal drauf verbunden, Hallo geschrieben, Antwort bekommen, funktioniert. Schon habe ich meine Anwendung in einem Container gebaut. Das alleine macht mich jetzt schon unabhängig von dem Rechner, auf dem ich bin. Ich kann das jetzt auf irgendeinem anderen Rechner ausführen, da brauche ich kein Node.js. Das ist alles mit in den Container eingebaut. Ich bin jetzt unabhängig von meinem Ausführungsenvironment. Nächster Schritt, wir laden das Zeugs hoch. Docker, Push, Mastermind, Chat-Server, V1. Das geht, weil ich mir vorher auf Docker Hub einen Account gemacht habe, der auf diesen Namen lautet. Das ist kostenfrei, geht man hin, registriert sich einen Account, kann man da seine Images drauf ablegen. Dann landen die hier auf dieser Webseite und wir sehen hier Chat-Server Version 1 veröffentlicht. Ab jetzt kann jeder auf seinem Rechner sagen, so wie wir es eben hatten, Docker Run, Mastermind Chat-Server V1 und dann läuft das Teil. Er muss nicht wissen, wo es herkommt, er muss nicht wissen, genau wie es gebaut ist. Sagt einfach, ich hätte gerne den Chat-Server und dann läuft er. Das ist der Teil Anwendung, Docker-File, Bauen und Hochladen. Schauen wir uns jetzt den Kubernetes-Teil dazu an. Kubernetes pflegt seine ganze Konfiguration in solchen sogenannten Manifest-Files. Manifest-Files beschreiben den Zustand, in dem mein Cluster sein soll. Ich beschreibe hier, es soll ein Namespace geben, der heißt TCP-Chat. Das ist das vorhin angesprochene Deployment. Ich beschreibe, es soll eine Anwendung geben, die heißt Chat-Server im Namespace TCP-Chat. Es soll davon eine Replika geben. Folgende Anwendungen sollen dabei zählen, wenn ich versuche herauszufinden, wie viele laufende gibt es denn derzeit. Wenn ich eine neue erzeuge, wie soll die ausschauen und welche Container sollen darin sein? Container ist hier eine Liste. Wir haben jetzt hier nur einen Service, einen Container, einen Pod und beschreiben das Image, aus dem er kommen soll, den Container-Port, den wir veröffentlichen wollen und
wie dieser Port logisch zu benennen ist. Auf der rechten Seite definieren wir den Service. Der Service enthält diesen Selector, der sagt, selektiere mir mal alle Pods, die gerade gesund sind, also die sauber hochgestartet und erfolgreich laufend sind und die auf diesen Label-Selector passen. In unserem Fall fällt da nur der eine raus. Das ist aber beispielsweise wichtig, wenn wir Updates machen. Wenn wir jetzt eine neue Version ausrollen, dann startet Kubernetes nämlich einen zweiten Dienst mit der neuen Version, fährt dann den ersten runter und der Service zeigt zu jedem Zeitpunkt auf einen von den beiden. Er sorgt dafür, dass ich im Prinzip zu jedem Zeitpunkt eine Verbindung zu einer der beiden Container haben kann. Hier definieren wir weiterhin mit dieser Node-Port-Anweisung, dass wir bitte diesen Port herausgereicht haben möchten aus unserem Cluster. Cluster, bisher abstrakter Begriff, Software, die irgendwo läuft. Wo die dann läuft, da kommen wir nachher nochmal zu. Und ich sage einfach, ich möchte darauf gerne bitte diesen Port, der jetzt in meinem Netzwerk existiert, nach draußen reichen. So, wie schaut das aus in der Anwendung? Wieder so eine Slide, wo man ranzoomen muss. Ich habe irgendwann so auf der Hälfte habe ich gemerkt, dass Screenshots vielleicht nicht so gut in Slides sind und habe dann angefangen, die größer zu machen. Aber rückwirkend müssen wir uns jetzt mit der Lupe behelfen. Mal angenommen, ich habe ein existierendes Cluster und ich bin damit korrekt verbunden. Dann habe ich das kubectl-binary auf meinem Rechner runtergeladen, irgendwo hingelegt und kann das jetzt benutzen, um mit meinem Cluster zu reden. Und ich kann hier einfach sagen, bitte wende mir doch mal dieses Manifest-File an. In der ersten Zeile sehen wir Namespace, Namespace created. Das ist noch einfach, nichts passiert. Deployment created. Er sagt da auch Deployment created. Sagt gar nicht mehr. Aber was eigentlich passiert ist, dass er im Hintergrund jetzt anfängt, mein Image runterzuladen vom Docker Hub, einen Container dazu zu starten, zu prüfen, ist der da, ist der sauber hochgestartet, ist der vielleicht gestorben beim Starten, hat ihm irgendeine Dependency gefehlt, vielleicht wollte er sich mit einer Datenbank verbinden, die noch nicht da ist oder sowas. Zum Schluss sage ich noch Service und er sagt Service created. Und das war's. Jetzt habe ich meine Anwendung im Internet. Sie läuft jetzt da. Wir können uns das angucken. Wir können nämlich sagen kubectl describe und dann sehen wir hier Name Chat Server, App Chat Server, die Selektoren, Replicas, one updated, one total, one available. Also er ist sich dessen gewahr, dass er von der korrekten Version eine hat, eine läuft, eine ist gefordert, alles in Ordnung. Hier steht auch dieses Rolling Update Strategy in der Mitte hier. Das sagt, was passiert, wenn ich jetzt eine neue Version ausrolle. Dann sagt er, er darf maximal eine Node ausschalten, maximal one unavailable, bevor er eine neue startet. Und dann kann er wieder eine ausschalten und dann kann er wieder eine neue mit der Version starten. Kann man sehr sophisticated beschreiben, wie ein solcher Rollout-Prozess passieren soll, wenn man mehrere Replikas hat. Er hat dann aufgehört, available true, weil Minimum Replikas available, alles gut, Server läuft. First seen vor 51 Sekunden, alles super. Und wir können auch weitergehen, können uns das Replikaset angucken und sehen, dass er eine desired Replika, eine current. Das haben wir ihm gesagt, wir hätten gerne eine Instanz dieses Servers laufen. Und am Ende können wir uns auch den Pod angucken und sehen hier, der Pod läuft unter dieser ID, das ist das Image, das da drin läuft. Hier sehen wir das erste Mal auch so eine interne IP, die dieser Pod bekommen hat. Die lebt jetzt in dem Cluster, gibt es jetzt diese Anwendung, die läuft in ihrer eigenen kleinen Linux-Welt und hat diese IP zur Verfügung. Nein. Danke. So. Wie sieht das jetzt aus, wenn wir uns das Dashboard angucken? Wir sehen jetzt hier unser Deployment, wir sehen zwei Replikasets, eins davon beschreibt einen alten Zustand, nämlich hinten ist es gut zu sehen, das war Version 1, davon gibt es jetzt derzeit keinen Pod mehr, das ist Version 2, davon gibt es jetzt einen. Das heißt, hier hat er ein Rolling Update gemacht. Ich habe ihm gesagt, roll mir mal eine neue Version aus, dann hat er ein neues Replikaset generiert, darin die Anwendung hochgefahren, dann hat er das alte Replikaset leer gemacht und alle Anwendungen darin gekillt. Hier unten ist der eine Pod, der läuft seit 16 Stunden, nicht einmal restartet, alles gut. Kann ich mich jetzt damit verbinden? Ja, natürlich kann ich das. Ich habe einen Node-Port spezifiziert, über den ich quasi jetzt von außen aus dem Internet auf diesen Service zugreifen kann. Und das funktioniert auch. Verbinden uns hier, Telnet, da zu dem Port, zu dem Node-Port und landen in der Anwendung. Im anderen Fenster verbinden wir uns mit, ebenso mit der Anwendung und jetzt kann ich mit beiden Fenstern chatten. Ich habe jetzt zwei stehende Verbindungen zu diesem Tool.
Was kann ich jetzt tun, wenn das nicht so funktioniert hat? Wenn ich das versucht habe und irgendwas ist schiefgegangen. Man kann in der GUI klicken, klar, das ist immer eine Option, zu schauen, was sehe ich da. Aber Kubernetes gibt einem auch so ein paar Tools an die Hand, um zu schauen, was los ist. Mit GetPods beispielsweise kriege ich im Prinzip dieselbe Ansicht, wie ich sie in dem Dashboard hatte. Ich sehe, welche Pods laufen, wie lange laufen sie, wie viel davon sind schon abgeschmiert oder sowas. Man kann mit Logs reingucken, auch das geht in der UI, und sich anschauen, was hat denn der Server so an Ausgaben produziert. Das heißt, ich kann in diese laufende Anwendung reingucken, ohne dass ich da jetzt ein explizites Logging-System anbinden müsste. Und ich kann, was auch super praktisch ist, mir innerhalb dieses Containers Programme ausführen. Hier beispielsweise sage ich, nehme mir mal diesen Pod und führe mir darin mal eine Shell aus. Das heißt, jetzt bin ich quasi verbunden mit dem Inneren meines Docker-Containers, der dort irgendwo im Internet läuft, und kann mir zum Beispiel angucken, welche Prozesse da laufen. Und man sieht, dass das schon extrem minimalistisch ist. Da läuft halt irgendwie der Chat-Server, die Shell, in der ich gerade bin, und das ist die Process-List, die ich ausgeführt habe. Mehr ist da halt nicht. Es ist kein kompletter Rechner, es ist eben nur dieser Mini-Container. Aber das gibt mir jetzt Möglichkeiten, darin zu debuggen. Ich kann mir die Dateien angucken, die in dem Container liegen. Ich kann bewusst Prozesse ausführen darin und eben versuchen herauszufinden, vielleicht warum er nicht gestartet ist. Andere super praktische Dinge sind, das haben wir uns doch schon angeguckt. Das ist das Update. Genau, das ist das Update, wie man Updates auf seinen Containern durchführt. Wir haben hier eine neue Version, die pushen wir hoch in unser Docker-Hub. Kann man auch mit einer eigenen Registry machen, aber hier am Beispiel von dieser Public Registry. Und dann sage ich Kubernetes, set image, update mir mal dieses vorhandene Deployment und setze die neue Anwendungsversion da rein. Und dann sehen wir hier, Rolling Update, durchgelaufen. Er zeigt jetzt hier das alte und das neue Replika-Set an. 0 und 1 Replika jeweils vorhanden. Und zeigt hier unten auch im Log an, wie er das gemacht hat. Sagt hier ab, Scaling up Replika-Set to 1. Also er hat das neue Replika-Set erzeugt mit der neuen Version. Von 0 auf 1 Port hochskaliert, dann startet er den. Wenn der da ist, Scaling down Replika-Set to 0. Also das ist quasi das erste Log vom ersten Hochfahren. Hier hat er dann ein zweites Replika-Set auf 1 hochskaliert und hier hat er dann das erste wieder auf 0 runterskaliert. Ist jetzt bei einem Pod relativ einfach, aber genauso würde das sich auch verhalten, wenn ich davon 4 oder 5 Replikas hätte. Dann würde er halt mal eine reduzieren, eine neue aufmachen. Eine reduzieren, eine neue aufmachen. Frage, ja? Was passiert mit den offenen PCI-Verbindungen? Wenn ich das richtig gesehen habe, dann tötet er den Pod nicht, solange da noch stehende Verbindungen zu sind. Er schwenkt aber den Service schon auf die neuen, um so das neue Verbindung mit dem neuen Pod reden und die alten können noch zu Ende laufen. Das muss man natürlich ein bisschen beachten, wenn man langlaufende Verbindungen hat und ich glaube, man kann ihm, also er würde dann vermutlich eben auch nicht alle runterfahren, weil da laufen ja noch Verbindungen ein. Ist natürlich, bei manchen Diensten ist es schwierig, also bei einer Datenbank beispielsweise möchte ich ja nicht 2 Versionen von Postgres laufen haben, die auf demselben Datenbestand rumlaufen, die vielleicht unterschiedliche On-Disk-Formate haben. Das heißt, da muss man dann eine andere Update-Strategie machen, dass man sagt, erstmal alle wegräumen und erst wenn die alle weg sind, dann fängst du an, neue zu starten. Das kann man aber auch konfigurieren, indem man dann Update-Strategy auf Recreate setzt und dann würde er genau das tun. Er killt halt erst alle weg und dann fährt er alle neuen hoch. Beim Rolling Update habe ich eben diesen Effekt, dass ich möglicherweise zu einem gewissen Zeitpunkt ein paar alte und ein paar neue Varianten online habe. Genau, und hier können wir uns dann den neuen Pod angucken und sehen, dass er Version 2 ausführt. So, führen wir einen neuen Begriff ein. In der Kubernetes-Welt gibt es zusätzlich zu diesen Services, relativ kurz erst, aber gibt es inzwischen auch den Begriff des Ingress. Ein Service abstrahiert meine Dienste auf Layer 5 und 6, also TCP/IP und Portnummer. Ein Ingress macht im Prinzip dasselbe, aber eine Ebene höher, nämlich auf Application Layer. Ein Ingress ist ein HTTP, also quasi ein Sammelbegriff für HTTP, eine Sammelstelle für HTTP-Verbindung. Technisch gesehen kann ich damit einen Reverse Proxy konfigurieren. Das bedeutet, ich kann in meiner Anwendung definieren, diese Anwendung kann HTTP sprechen, das kann sie auf Port 80.000 oder 8.000 und ich möchte gerne, dass diese Subdomain verbunden wird mit meiner Anwendung auf Port 8.000. Wie auch immer, ist mir egal, aber ich möchte da HTTP-Anfragen bekommen. Ein Ingress-Proxy ist ein weiterer Dienst, der auch in meinem Cluster läuft
und der das Cluster beobachtet und wartet, ob Ingresse erzeugt werden, verschwinden, konfiguriert werden. Das heißt, der sieht, ah, da kam eine neue Anwendung rein, die möchte gerne diese Verbindung haben, Domainname, Support, und konfiguriert sich entsprechend, um das entgegenzunehmen. Ein Ingress-Proxy kann Domainnamen weiterreichen, Pfadangaben weiterreichen, kann auch abhängig von Session-IDs Dinge tun, aber in jedem Fall arbeitet er eben dieses Weiterleiten auf HTTP-Ebene ab. Klassischerweise benutzt man dafür Nginx oder Traffic. Nginx relativ abgehangen, kennen vermutlich die allermeisten. Traffic ist eher den wenigsten vermutlich ein Begriff. Traffic ist ein Ingress-Proxy, auch eigentlich nur ein HTTP-Proxy, der ganz speziell gemacht ist für diese Art der Anwendung. Also ich habe viele kleine Cluster-Anwendungen und die ändern sich ständig. Traffic kann beispielsweise von Haus aus Kubernetes-API sprechen. Das heißt, anstatt dass ich einen Konfigurationsfile schreibe und das muss ich ändern, bei Nginx funktioniert das so, da hat man ein System, das kriegt mit, es soll eine neue Domain verbunden werden, schreibt eine Konfigurationsdatei, restartet dann Nginx. Traffic kann das intern, kann sich selber mit der API verbinden und feststellen, da ist eine neue Domain angefragt worden. Traffic kann auch automatisch dann für diese Domain bei Let's Encrypt ein Zertifikat beantragen, das ablegen, automatisches SSL-Offloading machen, managt das alles. Nachteil, das Ding ist ziemlich jung. Ich würde, um ehrlich zu sein, noch bezweifeln, ob es production-ready ist. Da gibt es so ein paar Bugs drin, die sind schwierig. Aber für ein Spielecluster allemal, für Experimente auf jeden Fall, für die Produktion muss man nochmal gucken, ob man das machen will. Führen wir einen neuen Begriff ein. Das ist schon ziemlich viel. Es ist vor allem eine ziemlich neue Begriffswelt, die man so nicht kennt. Aber das macht es vielleicht auch leichter, nicht abgelenkt zu werden. Persistent Volume Claim. Alles, was wir bisher betrachtet haben, sind reine Compute-Ressourcen. Ich habe Dienste, die laufen, die verbrauchen CPU-Zeit, die verbrauchen Arbeitsspeicher, die können Netzwerkinteraktion machen. Bisher haben wir noch nichts, was irgendwo Daten speichert. Und Datenspeichern ist, wir hatten es ja gerade schon bei dem Beispiel Postgres, etwas komplizierter in so einem Cluster. Ich habe ja vielleicht mehrere Instanzen davon. Das Cluster ist ja auch nicht auf einem PC, sondern davon habe ich vielleicht 3 oder 4, die stehen vielleicht sogar an verschiedenen Standorten. Wie teilen die sich denn jetzt ihren Storage? Oder wie kann ich das denn erreichen, dass sie das tun? Kubernetes beantwortet das mit Persistent Volumes und Persistent Volume Claims. Ein Persistent Volume ist eine abstrakte Darstellung von einem Stück Speicher, das irgendwo herkommt, das ich an meinen Pod dranhängen kann. Das kann zum Beispiel einfach ein Ordner auf der Node sein, auf der ich das ausführe. Das kann aber auch, später gucken wir uns zum Beispiel Cluster bei Google im Google Compute Engine an, kann es auch sein, dass ich da quasi ein virtuelles Google Storage Volume bekomme und das wird da irgendwie dran gedengelt. Und ich muss gar nicht beschreiben, wie. Ich muss nur sagen, es soll so passieren. Physical Volume, Persistent Volume Claims beschreiben die Anforderungen der Anwendung. Die Idee ist jetzt, man hat vielleicht einen Cluster-Administrator, der schiebt da jetzt 4 Platten rein und sagt, so, wir haben jetzt hier 2 Terabyte, da 5 Terabyte, da 10 Terabyte oder Gigabyte. Und eine Anwendung kann sagen, ich brauche ein Storage, der soll sehr schnell sein und ich brauche 3 Gigabyte. Und dann sagt Kubernetes aus allen Storage-Volumes, die ich zur Verfügung habe, ich habe hier Festplatten, die sind nicht so schnell, ich habe hier SSDs, die sind schneller, suche ich dir eins aus, das auf deine Anforderungen passt. Groß genug ist, schnell genug ist und binde das an deine Anwendung an. Dadurch kriege ich diese Separation of Concerns hin. Ich habe einmal die Leute, die sich quasi darum kümmern, dass ich Storage an mein Cluster angebunden habe, wo auch immer das herkommt. Und andererseits habe ich den Anwendungsentwickler, der nur beschreibt, was er eigentlich haben will. Muss schnell sein, muss so groß sein. Jetzt ist das natürlich in der Praxis vielleicht nicht so einfach, dass man jemanden hat, der das Cluster administriert und einem da Platten dran dengelt. Deswegen gibt es dafür auch automatisierte Prozesse. Also man kann Volume Provider haben, die sich angucken, ach, da ist eine Anwendung, die hätte gerne 10 Gigabyte schnellen Speicher, dann allokiere ich ihr doch mal ein entsprechendes Volume auf meiner SSD, solange da noch was frei ist. Oder beispielsweise im Kontext von Google Compute lege ich ihm mal ein Google Compute Volume an und binde das da dran. Und dieser automatische Prozess der Zuweisung nennt sich Dynamic Provisioning. Das schauen wir uns nachher auch nochmal ein bisschen genauer an. Ein Volume Claim versucht, ein passendes Volume zu finden, findet da keins, kann dynamisch eins erstellt werden. Man kann verschiedene Storage Classes geben. Man kann eben sagen, ich brauche es schnell, ich brauche es langsam. Das kann aber auch sein, dass man sagt, ich brauche mit Backup oder ohne Backup. Das ist dann vielleicht nur eine RAM-Disk, wenn es schnell und ohne Backup sein soll. Welche Storage Classes es gibt, entscheidet der Cluster-Administrator selber.
definiert, was gibt es bei uns, was biete ich an, und die Anwendung kann dann eins davon einfordern oder bekommen. Schauen wir uns mal ein zweites Beispiel-Setup an. Jetzt benutzen wir die neuen Begriffe darin auch. Wir schauen uns eine kleine Python-Anwendung an, die alle HTTP-Anfragen in eine Datenbank schreibt und aufzeichnet. Das heißt, wir brauchen jetzt zumindest schon mal einen zweiten Port. Wir brauchen jetzt eine Datenbank zu unserer Anwendung. Die Datenbank braucht Persistent Storage drunter. Und weil wir HTTP-Anfragen beantworten möchten, brauchen wir auch einen Ingress davor. Wie sieht das aus? Jetzt habe ich angefangen, die Schrift größer zu machen. Hier benutzen wir erstmal ein vorhandenes Image. Wir benutzen das vorhandene Postgres 9.6 Image. Das ist ein Image, das wird von den Entwicklern von Postgres bereitgestellt. Brauche ich mich nicht kümmern, kann ich einfach haben. Ich führe das aus und sage, bitte start mir mal eine Datenbank, die heißt Requests, Postgres 9 irgendwas, dann läuft das durch und sagt, super, Anwendung läuft. Jetzt habe ich eine Postgres-Datenbank gestartet. Die hat jetzt erstmal, ihren Speicher ist jetzt in dem Container drin, das heißt, wenn ich die ausmache, sind meine Daten weg, aber für den Anfang ist das völlig in Ordnung. Ich kann jetzt zum Beispiel meine Anwendung starten. Ich kann mir jetzt zunächst mal angucken, von diesen laufenden Docker-Containern hier oben, ich nehme mir den Namen hinten, ich sehe, das ist die Postgres 9.6-Instanz, hat einen Port offen, 5432, das ist ihr Name, der ist dann zufällig gewürfelt worden von Docker. Und dann kann ich sagen, ja, zeig mir doch von dieser Anwendung mal die IP-Adresse. So, und Docker, wir sind jetzt wieder lokal auf dem Rechner, wir sind jetzt nicht im Cluster, das führe ich auf meinem Rechner aus. Und dann sagt mir Docker, diese Datenbank läuft auf dieser IP-Adresse. Jetzt kann ich die nehmen und kann diese Informationen in meine Anwendung reinschubsen. Und meine Anwendung kann sich dann verbinden mit dieser Datenbank. Das habe ich jetzt getan. Also wir sind jetzt den ganzen Schritt Anwendungen, Container erstellen und hochladen, haben wir übersprungen. Den erkennen wir ja schon. Wir haben jetzt einen Container gestartet mit einer Datenbank drin. Wir haben einen zweiten gestartet mit unserer Anwendung und wir haben die beide miteinander reden lassen. Hier unten habe ich nur der Vollständigkeit halber nochmal das Docker-File eingebunden, um zu zeigen, das ist jetzt eine Anwendung auf Python-Basis, ist auch nicht viel mehr drin. Da ist halt auch wieder Workdir setzen, Dependencies installieren, Dateien reinkopieren, Ports benennen, Anwendung ausführen. Auch relativ simpel. Das können wir jetzt aufrufen und dann sehen wir, hier sind die Anfragen. Die Anwendung hat diese Anfragen entgegengenommen, hat sie in die Datenbank geschrieben. Wenn ich dann diese Seite wieder aufrufe, bekomme ich die Liste aller Anfragen. Wie machen wir das jetzt für Kubernetes? Kommt wieder eine neue Sache hinzu, Secrets. Man möchte ja eigentlich vielleicht das Passwort und den Benutzernamen jetzt nicht überall hinschreiben. Vielleicht nur an eine Stelle und dort vielleicht auch an eine Stelle, die nicht so leicht wieder auszulesen ist. Kubernetes bietet dafür das Secrets-Objekt an. Am Ende speichert das den Text auch irgendwo im Kubernetes drin, aber man hat die Sicherheit, dass man, wenn man nicht explizit danach fragt, bekommt man die Passwörter da auch nicht wieder raus. Also man kann sie wieder rausholen, aber wenn ich jetzt einfach nur mal eine Statusabfrage mache, dann sind die dort immer mit Sternchen ausgegraut. Ich kann danach fragen, dann bekomme ich sie auch, aber es passiert mir nicht mehr, dass ich aus Versehen meine Statusabfrage mache, vom Rechner weggehe und jemand kann meine Passwörter lesen. Dann deployen wir ein Persistent Volume Claim. Ich habe da drunter geschrieben, Achtung, Reclaim Policy. Das ist wieder so eine Geschichte für den Produktivbetrieb. Die Idee mit den Volume Claims ist, dass das hochdynamisch ist. Ich kann hingehen und sagen, ich brauche mal 5 GB Storage. Ach, ich brauche sie doch nicht mehr. Ach, ich brauche mal 1 TB Storage. Ach, jetzt brauche ich es doch nicht mehr. Das heißt, der Default Mode ist, wenn ich meinen Volume Claim lösche, weil ich sage, ich brauche es nicht mehr, dann geht Kubernetes hin und löscht das Volume für mich gleich mit, weil es ja weg. Nachteil ist, wenn ich das aus Versehen gelöscht habe, sind halt jetzt meine Daten futsch. Man kann, nachdem man das Volume Claim erzeugt hat, auf dem Volume die Reclaim Policy auf Retain setzen, dann löscht er die auch nicht mehr. Und es gibt auch Möglichkeiten, das zu automatisieren. Das muss man aber machen. Ansonsten kann es halt passieren, dass aus Versehen irgendwann mal die Daten weg sind. Backup sollte man trotzdem machen. So, und dann definieren wir hier ein Deployment für unsere Datenbank. Postgres 9.6 Container, dieser Port, bitte laufen. Und dann beschreiben wir hier, wie soll der Host heißen, wie soll die Datenbank heißen und beziehen uns hier Secret Key Ref auf das Secrets File. Das heißt, im Deployment selber steht das Passwort jetzt nicht mehr drin. Ich kann das einmal in mein Kubernetes reinwerfen und dann muss ich es nie wieder sehen.
Da unten definieren wir noch den Ordner, in dem Postgres seine Daten ablegen soll. Und ganz hier unten referenzieren wir dann unseren Volume Claim und sagen dann den Volume Claim, den ich vorher definiert habe, wo ich sagte, der soll Postgres heißen, bitte mounte mir den mal dahin. Das heißt, was jetzt passiert ist, wenn Postgres hochfährt, stellt er fest, ach, da ist ja noch nichts, schreibt dort eine Datenbank rein, erzeugt eine Datenbank dahin und die landet dann in dem Volume, das ich hier beschrieben habe. Wie das dann physisch ausschaut, wo das genau liegt, ob das gebackupt wird oder nicht, ob das irgendwie jetzt zugänglich ist für mich ist oder nicht, das ist mir im Moment völlig egal. Ich habe nur beschrieben, wie viel Storage ich haben möchte. 1 GB hätte ich gerne. Welche Art von Storage dann dahinter für mich provisioniert wird, das entscheidet das Cluster. Ich habe jetzt auch nicht weiter angegeben, ob das schnell oder langsam sein soll. Wie man dem Cluster sagt, was es denn für Storage-Klassen gibt und wie es die assoziieren soll, das schauen wir uns an, wenn wir die Zeit noch dafür haben, wenn wir hinten nachher Systeme aufsetzen. Beispiel Setup. Wir haben jetzt gesehen, die Python-Anwendung, zumindest so grob, wir haben gesehen, wie sie Anfragen lockt. Wir haben die Postgres-Datenbank gesehen und wir haben das Persistent Storage für die Datenbank gesehen. Was wir noch nicht gesehen haben, ist den Service für das Postgres und den Ingress. Vorher möchte man vielleicht gucken, ob das schon funktioniert, was man jetzt gerade gebaut hat. Kommt ein weiteres super praktisches Tool ins Spiel. Ich kann den Postgres nämlich, den Pod, den ich jetzt in meinem Cluster irgendwo in diesem Internet da laufen habe mit dieser Postgres-Datenbank, den kann ich jetzt forwarden auf meinen lokalen Rechner. Kubectl, Port Forward, Namespace angeben, Portname angeben und sagen, welchen Port ich gerne hätte. In diesem Fall soll er bitte den lokalen Port 32123 auf den Remote-Port 5432 leiten. Ich habe lokal schon Postgres am Laufen deswegen. Und jetzt kann ich mich mit meinem PSQL dahin verbinden. Jetzt habe ich eine Postgres-Verbindung zu dem Postgres, das da in meinem Cluster irgendwo im Internet lebt. Ich sehe, dass es leer ist. Da werfe ich doch mal gleich das Deployment für meine Anwendung hinterher und mache genau dasselbe. Ich kann auch hier ein Port-Forward definieren und sagen, von meiner Anwendung der Port 5000, den haben wir ganz vorne gesehen, glaube ich, der ist in der Python-Anwendung das, worauf die lauscht, per HTTP, den soll ich bitte mal auf lokal 32123 forwarden. Jetzt kann ich mit Curl mit meiner Anwendung reden, indem ich lokal auf diesen Port zugreife. Das wird dann alles eingepackt und in mein Cluster geworfen. So kann ich meine Anwendung testen. Und so kann man zum Beispiel auch mal in einen Postgres sich reinverbinden nehmen und gucken, was drin ist. Jetzt weiß ich, dass mein Postgres funktioniert. Ich weiß, dass mein Service funktioniert. Ich kann den Port auch mal killen und gucken, dass er wieder hochkommt und feststellen, dass die Daten immer noch da sind. Dann weiß ich auch, dass mein Storage funktioniert. Aber damit ich das von außen zugänglich machen kann, muss ich noch den Ingress konfigurieren. Ist aber auch relativ einfach. Wir müssen uns zuerst einen Ingress-Controller in unser Cluster reinladen. Irgendjemand, der für uns auf Port 80 lauscht, nach draußen, gegebenenfalls auch HTTPS lauscht, die Anfragen entgegennimmt, sich entscheidet, für wen ist die, anhand der Domain, anhand des Pfades oder sowas, und dann die Anfragen in den relevanten Service weiterwirft. Hier benutze ich das Traffic Deployment und sage einfach apply-f, diese URL, Dankeschön. Kubectl apply lädt für mich sogar das YAML-File runter, selbst das muss ich nicht mehr selber machen. Dann definiere ich den Ingress für meine Anwendung. Den haben wir jetzt nicht explizit gesehen. Es ist aber auch nur ein kleines File, das sagt, dieser Domainname auf einen Service, der so heißt, mit diesem Port bitte weiterleiten. Genau diese drei Sachen stehen da drin. Weil ich das jetzt lokal für mich experimentiere, muss ich mir jetzt diesen Domainnamen noch erzeugen, indem ich den in die Host-Datei reinschreibe. Und schon funktioniert das. Ich kann mit dem Domainnamen auf meine Anwendung zugreifen. Was passiert, ist, mein Curl verbindet sich mit der IP. Das ist die Außen-IP von meinem Cluster. Mit diesem Domainnamen, Traffic nimmt diesen Domainnamen, erkennt, dass der jetzt gedacht ist für diese Anwendung und wirft ihn an die richtige Anwendung weiter. Wenn ich jetzt eine zweite Anwendung deploye unter einem anderen Domainnamen, kann ich die genauso benutzen. Das heißt, jetzt ist eigentlich alles schon erreicht, was ich brauche, um mehrere Anwendungen in meinem Cluster zu betreuen. Wie geht es weiter? Wir müssen uns noch kümmern, das machen wir jetzt nicht, aber das ist quasi als Aufgabe, wenn man das weiterarbeiten möchte, um Startup- und Teardown-Sequencing. Kubernetes selber hat da keinen Mechanismus. Das startet einfach alle Pods hoch und dann sind die halt da. Wenn deine Anwendung die Datenbank braucht, aber die Datenbank ist noch nicht da, bist du als Entwickler verpflichtet, dass deine Anwendung sich dann entweder beendet und von Kubernetes irgendwann neu gestartet wird oder sie hat wartet auf die Datenbank.
Was halt nicht passieren darf, ist, dass das in einem inkonsistenten Zustand landet und einfach nicht funktioniert. Dann merkt Kubernetes nicht, dass die Anwendung kaputt ist und kann halt auch nicht viel tun. Am besten ist es, sich einfach zu beenden, wenn die Dependencies nicht da sind, weil dann kommt halt der Crash-Loop und restartet dich. Und wenn du zu oft restartest, macht er das auch langsamer mit der Zeit, um halt nicht zu viel Ressourcen zu verwenden. Was jetzt auch noch käme, wäre Let's Encrypt-Zertifikate in Traffic konfigurieren. Dass der, dadurch, dass ich ihm gesagt habe, es soll jetzt diese Domain geben, würde er dann loslaufen und sich ein Zertifikat holen. Man kann das so machen, dass wenn er noch auf dem Weg ist oder das noch nicht erfolgreich war, soll er ein Standardzertifikat benutzen und dann holt er sich irgendwann eins von Let's Encrypt und benutzt das. Man kann ihm auch sagen, bestimmte Domains nicht zu verschlüsseln oder andere mit einem anderen Zertifikat zu bedienen. Was wir auch noch nicht gemacht haben, ist Skalierung. Vielleicht ist meine Anwendung, die Anfrage lockt ja so beliebt, dass ich davon 10 Stück brauche. Auch das haben wir uns jetzt noch nicht mit angeguckt. Reclaim Policy, ja, und die YAML-Dateien als Templates ausführen. Warum möchte man das tun? Das ist halt so eine Sache, wenn ich jetzt 2 oder 3 Stages von dieser Anwendung haben möchte, das hat man ja im professionellen Umfeld häufiger mal. Ich habe eine Testumgebung, ich habe eine Umgebung, auf der ich teste, eine Umgebung, auf der Kunde testet und dann habe ich noch die Produktivumgebung. Dann möchte ich diese Template-Files ja eigentlich nicht 3-mal kopieren, sondern die sind ja eigentlich fast identisch. Dann möchte ich gerne eine Template-Sprache haben, wo ich nur an der richtigen Stelle -prod-dev anhänge. Helm ist etwas, was sowas kann, aber ich habe es mir noch nicht angeguckt, deswegen kann ich da wenig zu sagen. So, jetzt sind wir wieder bei dem Beispiel am Anfang. Das haben wir uns ganz am Anfang angeguckt. Das ist diese Anwendung, das ist eine der ersten Anwendungen, die ich ins Kubernetes reingetan habe, die so viele Dependencies braucht. Und eigentlich wäre das jetzt quasi das dritte, was wir uns anschauen könnten, das dritte Beispiel-Setup. Eine Anwendung, die eben 5 Dependencies hat. Aber weil das den Rahmen der Zeit eigentlich sprengen würde, schaut es euch doch einfach im GitHub an. So, da ist der ganze Code dazu, da sind alle Manifest-Files dafür, da sind alle Docker-Container drin. Schöne Beispiele zum Starten, aber dennoch würde ich eigentlich jedem raten, selber zu versuchen, das zu machen. Jetzt habe ich ziemlich viel geredet. 40 Minuten lang habe ich jetzt euch einen Überblick gegeben und euch 3 Beispiel-Setups gezeigt. Ich habe noch 5 Minuten. Die 5 Minuten möchte ich eigentlich nutzen, um euch noch den Kickstart zu geben, den ihr braucht. Und wenn ihr jetzt nach Hause geht, oder hoffentlich noch nicht sofort, aber vielleicht morgen dann, das selber mal auszuprobieren. Und dazu müsst ihr euch ein eigenes Cluster irgendwo aufsetzen. Und es gibt 2 Varianten, die super einfach sind, die man ganz einfach mal ausprobieren kann. Das erste ist Minikube. Minikube ist eine Installation von Kubernetes in einer VirtualBox-VM. Im einfachsten Fall. Das starte ich auf meinem Rechner, ich sage einfach Minikube Start, dann rödelt er rum, lädt sich das Image runter, dann bootet in VirtualBox die VM und irgendwann sagt er so, ich bin jetzt fertig. Hier kannst du übrigens jetzt dich zu deinem Cluster, der konfiguriert einem sogar Kube-Control schon richtig. Das ist das, wo alle Beispiele, die wir jetzt gesehen haben, deswegen waren es auch alles private IP-Ranges, das sind alle Beispiele, die wir jetzt gesehen haben, sind in Minikube gelaufen, auf dem Notebook da. Das ist total einfach, um es mal selber auszuprobieren und wenn man es nicht mehr haben will, löscht man halt die VM und dann ist gut, dann ist es auch wieder weg. Funktioniert auf Linux und Mac, funktioniert eventuell auch auf Windows, aber da weiß ich nicht so genau. Kann unter anderem mit VirtualBox umgehen, kann auch noch ein paar andere Sachen, aber gut, das haben mir die allermeisten mal in VirtualBox gehabt. Und startet bei Default eine VM, die Host-Only-IP hat. Das heißt, ich kann von meinem Rechner darauf zugreifen, sonst kann niemand aus meinem Netzwerk darauf zugreifen. Ist vielleicht ganz toll, wenn ich einfach mal ausprobieren will und nicht ständig irgendwelche komischen Kollegen mehr dazwischen fummeln soll. Optimal zum Entwickeln, eigentlich auch gedacht für Integration-Tests. Also wenn ich meine Kubernetes-Manifests mit der Anwendung zusammen automatisiert testen möchte, dann kann ich auf meinem Bamboo oder auf meinem Jenkins im Minikube starten, die Anwendung da reinladen und mit allen Dependencies, mit allen Postgres und Kibana und MongoDB und was ich so brauche und dann mit der Anwendung Tests ausführen und gucken, ob sie funktioniert. Und wenn sie das tut, dann kann ich sie bedenkenlos ins Produktivcluster laden, funktioniert sie auch. Wie sieht das aus? Links Minikube Start, das rödelt dann so 5 Minuten ungefähr, bis alles an der richtigen Stelle ist. Endet mit Kube Control is now configured. Dann kann ich sagen Kube Control get nodes. Dann sehe ich, ist schon fertig konfiguriert. Ich sehe ein Minikube Node. Zeig mir mal alle Pods, keine da. Zeig mir mal alle Pods im Namespace Kube System. Super, da sind welche. Rechts sehe ich VirtualBox am Starten und ja, ist hochgefahren. Man kann hier unten über das Icon bei VirtualBox gehen und sieht die öffentliche IP von der VirtualBox, damit man, also die öffentliche, die Host-IP, damit man mit ihr reden kann.
Das ist super, um das einfach jetzt heute Abend oder morgen mal auszuprobieren. Reicht aber natürlich nicht, wenn man mit mehreren Leuten dran arbeiten möchte oder wenn man vielleicht seinen Kollegen zeigen möchte, dass das total cool ist oder wenn man vielleicht seinen Chef überzeugen möchte, dass man gerne so eine Kubernetes-Farm haben möchte für seine ganzen Toolings. Der nächst einfache Weg ist Google Compute Engine. Vermutlich ist es bei AWS, Amazon genauso einfach, das habe ich einfach nur nicht ausprobiert und Kubernetes ist halt irgendwie so von Google mit initiiert, also wahrscheinlich ist es da doch ein bisschen einfacher noch. Offiziell geht das nur geschäftliche Nutzungen, die wollen irgendwo so Umsatzsteuerkram von einem haben und man muss irgendwie einen Firmennamen angeben und keine Ahnung, ich habe jetzt einfach meine GbR gegründet für die, also nicht wirklich, ich habe es einfach nur reingeschrieben. Sie sagen, es ist ein One-Click-Kubernetes-Cluster, naja, es sind viele One-Clicks, aber man kann das trotzdem sehr einfach sich mal zusammenklicken. Braucht keine Kommandozeile, klickt sich das zusammen, läuft. Die stellen einem über 12 Monate $300 Spielgeld zur Verfügung und danach, wenn man es nicht explizit sagt, rechnen sie einem auch nichts ab, sagen sie. Habe ich nicht getestet. Reicht aber, um mal ein Cluster zu starten und vor allem auch, um zu gucken, was hätte mich das denn jetzt gekostet? Also wenn ich das jetzt weitermachen möchte über die 12 Monate hinweg oder über die $300 hinweg, wie lange hätte mir das gereicht? Ich habe mal einen Monat mein Cluster laufen lassen, habe halt den Nodes ziemlich viel RAM gegeben, nicht so viel CPU und am Ende haben sie mir eine virtuelle Rechnung über $120 geschickt. Okay, ist nicht wenig gewesen, hätte vielleicht günstiger sein können. Vielleicht ist es auch günstiger, das auf einem bestehenden System irgendwo zu machen, das man schon hat oder selber sich eine VM irgendwo hochzufahren. Aber man kann natürlich, weil man eigentlich fast unendliche Ressourcen hat, selber beliebig skalieren, Nodes anhängen, mehr Arbeitsspeicher, beliebig viel Storage, naja gut, so viel wie halt der Geldbeutel hergibt. Und naja, es ist halt Google. Das muss man sich halt auch klar sein, das Zeugs liegt dann halt irgendwo bei Google rum und mit Private Virtual Cloud ist dann halt nicht mehr so viel. Ich würde vermuten, dass das aber trotzdem für die meisten Produktivumgebungen, für die Leute, die sich jetzt gar nicht so viel beschäftigen wollen, die nur einen Ort wollen, um ihr Tooling abzuwerfen, vermutlich das Sinnvollste ist. Vielleicht, wenn Geld auch nicht so eine Rolle spielt, vermutlich sind VMs am Ende, wenn man sie genauso haben will, sogar teurer. Aber ich habe es nicht durchgerechnet. Gibt es Leute hier im Unternehmen, die haben das und sind zum Schluss gekommen, dass Google die richtige Wahl sei. Also ich hätte hier noch Slides, wie man sich das jetzt bei Google zusammenklickt. Ich klicke da einfach mal so unmotiviert drüber, damit ihr das seht. Ich habe einfach, bis ich die Buttons gefunden habe, hat ein bisschen gedauert, die ganzen Screenshots mit in der Präse drin. Wenn das jemand nachspielen will, kann man sich da, glaube ich, ganz gut langklicken. Und dann möchte er irgendwie hier genau Geschäftskontodaten haben. Und dann möchte er irgendwie ein Bankkonto haben, auch wenn er sagt, dass er ganz sicher nichts abbucht. Und dann kann man sagen, ja, jetzt gib mir endlich mein Cluster. Ich weiß nicht, hat jemand mitgezählt, wie viele One-Clicks das jetzt waren inzwischen? Und dann kann man sich hier seine Nodes konfigurieren, wie viel man denn haben möchte, wo man die haben möchte, wie viel CPU und wie viel RAM man denn so haben möchte. Und dann rödelt er ein bisschen rum und dann hat man ein Kubernetes-Cluster. Und dann kann man da hier diese Zeilen sich konfigurieren und dann hat man das, dann ist das da. So. Also ist definitiv im Vergleich zu selber aufsetzen die einfachste Variante, wenn jetzt Minikube nicht mehr ausreicht. Ich habe für mich jetzt noch was angeguckt, das sind auch die Slides, sind da auch drin und ganz viele nützliche Links und Copy-Paste-Beispiele zum Gucken, aber ich werde es jetzt nicht mehr zeigen, weil das, glaube ich, doch ein bisschen länger braucht. Ich habe für mich beschlossen, ich will das eigentlich auf meiner bestehenden VM haben. Ist eine Debian-Kiste, ich würde das eigentlich gerne da drauf starten. Was ist denn alles nötig? Und es stellt sich raus, da ist einiges nötig, bis das läuft. Ich hüpfe da jetzt mal gerade so drüber. Wenn ihr euch also entscheidet, ihr möchtet das gerne selber machen, ihr möchtet das gerne vielleicht nicht bei Google machen, schaut euch vielleicht erstmal CoreOS an. Das hat mir jetzt gerade die Tage noch ein Kollege zugeflüstert, das sei sehr viel einfacher. Habe ich aber nicht getestet, deswegen selber ausprobieren. CoreOS als VM booten und darin sein Cluster bauen. Dann hat man es halt selber gehostet, kann das in seine VMware oder was auch immer reinwerfen. Alternativ, ich habe das unter Ubuntu gemacht. Da kommen jetzt noch so 5 Slides mit, was man alles noch konfigurieren muss. Aber da steht halt auch drin, nicht für die Produktivphase, außer du bist mutig. Dann kann man es machen. Mein Cluster läuft jetzt irgendwie seit einem Monat ungefähr recht stabil. Ich bin ganz zufrieden damit, aber das war halt auch ein bisschen Frickel. Vielleicht sind ja die Slides hier so eine Art Kickstart, zum sagen, ich probiere das mal aus und naja. Damit würde ich eigentlich meinen Vortrag beenden und zur letzten Slide hüpfen, die dann nämlich sagt, Fragen oder unfrisierte Gedanken, gerne jetzt oder im Anschluss, gerne Bier, Mate oder Kaffee. Dankeschön.
Wenn ihr eine Frage habt, bitte die Hand heben, dann kommt ein netter Herr rum und bringt euch, oder eine Dame, und bringt euch ein Mikrofon. Nur die Hälfte, aber was mich interessieren würde, wir haben das ja jetzt schon in Projekten eingesetzt. Mhm. Ich weiß nicht genau, ob du da involviert gewesen bist. Wo sind denn die Schwächen? Und also das ist ja eine Frage, sozusagen, wo ist es vielleicht gut, viel besser als früher und wo ist es irgendwie schlechter? Mhm. Und was für einen Kostenvergleich haben diejenigen, die das bisher gemacht haben, ausgerechnet, wenn sie das ausgerechnet haben? Ja. Ja, du hast recht. Also beispielsweise der Live-Blog, das war das Beispiel mit den 8 Dependencies, das wir uns da angeguckt haben, den kennst du ja, der lebt da drin. Das ist ein Teil von dem Videoaufzeichnungssystem, lebt da drin. Aber auch Produktivkunden haben wir jetzt drei Systeme drin, die von Kunden benutzt werden, die aber nicht echt produktiv sind, sondern für Kunden Demosysteme. Was sind die Vorteile? Die Vorteile ist, ich kann in einer Stunde... Nein, ich brauche nicht mal eine Stunde. Inzwischen, wo ich weiß, wie es geht, kann ich in einer Viertelstunde dort eine Anwendung hochfahren. Ich als Developer. Ich brauche dazu nicht zur IT zu gehen. Ich brauche mir jetzt nicht irgendwie einen Server aufsetzen zu lassen. Da muss niemand ein Debian installieren. Da muss niemand ein Config-Management drauf tun. Sondern ich sage einfach, kubectl apply namespace, kubectl apply eine Postgres, eine MongoDB, eine Anwendung, ein Ingress, fertig. Ist in 10 Minuten erledigt. Oder Viertelstunde, so. Das ist der Vorteil. Ich kann das alleine machen, ich brauche nicht so viele Rollen. Die IT kann vorher, wenn sie möchte, das Cluster einrichten, aber dann haben die damit nichts mehr zu tun, weil die eigentliche Konfiguration kann ich halt selber machen. Es ist dabei aber auch so fail-safe, dass ich mit dem, was ich tue, halt nicht aus Versehen die Anwendung von jemand anderem kaputt machen kann, weil ich halt in meinem Namespace lebe und arbeite und solange ich nur da drin bin, ist alles gut. Was sind die Schwächen? Tja, also entweder lebt es bei Google oder ich muss es halt selber machen. Und wenn ich es selber mache, ist es halt sehr viel mehr Layer von Komplexität. Also ich habe halt mindestens mal noch 5 weitere Programme, die da rumlaufen, die irgendwelche Dinge tun, die halt eventuell auch irgendwann mal kaputt gehen können. Das ist so, glaube ich, das größte Risiko, was ich derzeit sehe. Von den Kosten, wenn man das auf die einzelne Anwendung runterbricht, dann ist es halt minimal. Also wir haben, glaube ich, für unseren Kunden ausgerechnet, dass er, ich glaube, 9,70 Euro im Monat zahlen müsste dafür, dass seine Anwendung da läuft. Aber man braucht halt trotzdem Ressourcen, die das backen. Also ich brauche halt dann 3 Nodes, die kosten mich vielleicht jeweils 30 Euro im Monat, die bezahle ich, ob sie voll sind oder nicht. Und dann kann ich da halt Container reintun oder auch nicht, aber ich bezahle meine Nodes halt trotzdem. Das ist der Nachteil, wenn ich also die Kosten, wenn ich das Cluster nicht benutze, dann zahle ich halt trotzdem so viel, wie ich habe. Aber das Problem habe ich halt auch bei virtuellen Maschinen. Es ändert sich halt nicht, ich brauche halt vielleicht nur ein bisschen mehr Infrastruktur am Anfang. Weitere Fragen? Oder habe ich deine Frage beantwortet? Ja. Es gibt von Amazon eine eigene Programmiersprache, da werden dann nur bei Bedarf diese Sachen gestartet, ja? Von Amazon kann ich gar nichts sagen. Ich weiß aber, dass es so ähnliche Sachen bei Google Compute zum Beispiel auch gibt. Also man kann zum Beispiel sagen, ich habe hier solche Nodes, die ich, also da lasse ich solche Dienste drauf laufen, die im Hintergrund Dinge optimieren und fahr die mal hoch, wenn der Preis sinkt unter diesen Preis pro Compute-Stunde. Und dann fahren sie die hoch und sichern dir mindestens 10 Minuten Laufzeit zu, aber danach können sie die auch jederzeit wieder weghauen. Das benutzen wir zum Beispiel auch bei einem unserer Kunden, wo quasi Cronjobs im Hintergrund Datenbankoptimierung machen. Die fahren halt irgendwann dann nachts hoch, wenn nichts los ist und wenn dann Google meint, er bräuchte die Ressource jetzt wieder, killt er die halt einfach. Die kosten halt einfach nur noch ein Zehntel oder ein Zwanzigstel davon, als wenn ich die Ressourcen permanent hätte. Sowas kann ich natürlich tun, um dann die Kosten zu reduzieren. Ja, ich habe eine technische Frage. Wenn ich über Ingress mir einen Webserver hochfahre und da Let's Encrypt-Zertifikate drüber ausrolle, muss ich dann ein Persistence Volume irgendwie erstellen, damit ich die auch behalte? Oder ist mir das im Zweifel egal, weil ich die einfach immer wieder neu hochfahre? Oder? Ja, also du möchtest ja unter Umständen, dass dein Ingress hochfährt, wenn Let's Encrypt mal kaputt ist. Und dann wäre es ja schon cool, wenn du ein Volume hättest, wo die Zertifikate liegen. Also normalerweise würde man das so einrichten. Dass man ein Volume hat, hat auch noch so ein paar andere Vorteile. Je nachdem, was du für einen Volume-Provider hast, kannst du das Volume ja auch noch für andere Dienste anhängen, die vielleicht auch SSL brauchen, aber dann nicht mehr selber Let's Encrypt machen können. Ich habe da noch kein perfektes Rezept. Ich habe heute Mittag mit einem Kollegen gesprochen, der hat es ein bisschen anders gemacht. Der hat dann hinten oder vorne dran noch einen HA-Proxy gesetzt, der nur das SSL macht oder dann hinten dran einen Traffic und dann
Dann einen dritten Container, der nur das Let's Encrypt macht. Da gibt es beliebig dann Gestaltungsspielraum. Aber bei unseren Installationen ist es so, wir haben einen Traffic vorne dran, der hat ein Persistence Volume, in dem er seine Zertifikate ablegt und dem auch seine Config lebt. Und wenn der neu startet, lädt er sich seine Zertifikate von dort. Und dazu vielleicht noch eine Rückfrage. Der Ingress ist quasi ähnlich wie ein Kubernetes, sage ich mal, nur für Webserver? Oder wie muss ich das verstehen? Hm. Ist das ein Modul für Kubernetes, was ich installiere? Also eigentlich die Begriffe, die ich gerade genannt habe, also Ingress, sind API-Objekte. Also es gibt in der Kubernetes API das Objekt Ingress. Das hat Attribute wie Domainname, Pfade, Rules, wie welche Requests zu matchen sind und welcher Service und welcher Port davon sind relevant. Aber wenn ich das anlege in einem leeren Cluster, passiert gar nichts. Das Objekt ist jetzt in der API vorhanden. Ich kann jetzt quasi einen, das ist auch ein Konzept, das nicht nur für Ingresses gilt, sondern für alle anderen Sachen, kann ich einen Pod haben, der sich aus dem Cluster heraus mit der Kubernetes-API verbindet und sagt, wenn da einmal ein Ingress registriert wird, dann sag mir doch Bescheid. Und Traffic macht das, er verbindet sich mit der API. Wenn deine Anwendung einen Ingress anlegt, kriegt er den Callback, hier ist ein neuer Ingress, und konfiguriert sich entsprechend um diese Anfragen weiterzureichen. Genau dasselbe verwendet man zum Beispiel bei Persistent Volume Claims. Wenn ich einen Claim anlege, passiert auch erstmal gar nichts. Aber ich kann dann einen Pod haben, der dann benachrichtigt wird, dann irgendwas macht, um ein Volume zu erzeugen. Bei Google benutzt es dann die Google API, um sich da so eine GCE-Disk zu machen. Auf meinem Cluster legt er einfach einen Ordner an. Und dann konfiguriert er ein Volume und bindet das an den Claim. Also macht den Ordner, erzeugt ein Volume dafür, bindet das an den Claim. Das heißt, der Claim selber macht erstmal gar nichts, aber ich habe einen Pod, der diese API von Kubernetes benutzt, um dort quasi das Verhalten von Kubernetes so zu beeinflussen, wie ich das haben möchte und zu erweitern um die Sachen, die ich brauche. Hello. Yeah, sorry, I didn't follow. Do you use it in production? We're using it in production for one customer. We are not using traffic there because okay. They have their own load balancer system. But we are about, like, I think next week it should go productive. We were testing over the last month. And it's a bigger setup with 20 pods or something and more, I think 5 or 6 nodes. Some of them I named it are nodes that can be at any time killed by Google. They are running background jobs and optimizing of the database. And so it's Google Cloud, right? Yeah, and okay. they are running in Google Cloud. And we have another cluster which we use for experimental things and services that are used by customers but used internally, like test systems for the customer. Or something like that, dashboards and information hubs for the customer running there. And so what do you use for monitoring, log collection? I must say that I'm not really sure about this because there are people who did set up the cluster and are much more into setting and configuring it. That's why I said from the developer perspective, I'm a developer using it. I know that they have Prometheus in there and using it for collection, and there's a service called Heapstar which collects information about the usage of resources in the cluster and reports it to Prometheus and yeah, something like this. And I guess for monitoring we're using our existing Asynga 2 infrastructure, but I'm not really, really sure if there's a special monitoring. And so you are using it, so you said 20 pods, so you are kind of microservice oriented. And so the question is also, in terms of namespace, how do you use them? Do you allocate one namespace per team, mm-hmm. per microservice? Or do you have like some namespace with various microservices that make sense together? Mm. How do you handle this paradigm? For the applications I deployed in there and I know about, we are using namespaces as a kind of one application stage, one could say. Like for example, we have an application which uses a Postgres database and we have the test system and the pre-production system there, and those are two namespaces. Everyone has its Postgres database and the application. For example, the LiveBlock example I showed, the one with 8 dependencies, this is run namespace. And Amazon AWS S3 compatible host, and MongoDB and Logstash and everything, one namespace. And if we would need another instance for this to test something, I would allocate another namespace for that. And Postgres, you deploy it on top of persistent volumes, right? Yes. Okay. Yes. In the production case, we are using Google Cloud disks, and you can specify how fast they should be. And for example, for the production systems, I know they have in the port the container with the application, and
The problem is those GCE disks, Google Compute disks, you can only bind them to one port at a time. Because they're basically... Sorry, say it again. The Google Compute disks, if you allocate one of them as a physical volume, you can only bind them to one port at a time. Because they're basically blob devices with an X4 file system in there, and you can only mount that once. But in order to have backups, they have a pod with the application and a backup agent in the same pod. They're two containers in the same pod, and they are sharing the volumes because they're running basically in the same virtualization layer. So the backup system can read the disks on file and can offer them via rsync, for example, to our backup system. And the backup system can pull the files from there. And anybody else is using Kubernetes in production or playing around? No? Anybody else heard about Kubernetes or knew what it is before before this talk? Yeah. That would be interesting. Okay, one hand, two hands. Okay, three, four, five. More questions? One over there. Thank you. Mich würde interessieren, habt ihr Erfahrung gemacht mit gesharten Filesystemen, Cluster-File-System oder ähnlichem? Jein. Also was wir benutzen bei einem anderen Cluster ist NFS. Mhm. Das heißt, wir haben einen Port, der hat ein großes Volume und der bietet NFS innerhalb des Clusters an. Und andere Ports alloziieren sich Physical Volumes auf diesem NFS-Storage. Mhm. Da kann man dann auch wieder einen automatischen Provisioner haben, der sagt, oh, da kommt ein Claim vorbei, Storage Class NFS, super, dann lege ich meinen Ordner an und binde den jetzt da an den Pod dran. Das heißt, die eigentliche Anwendung muss nicht wissen, wo kommt mein Storage her? Der kommt halt einfach magisch, aber praktisch hat man einen Server, der NFS macht. In unserem Fall ist der dann auch wieder ein Container in dem Google Cluster, aber ich kenne zum Beispiel auch Setups von Leuten, die haben ein großes Storage Farm, NetApp oder sonst was extern stehen und bieten das quasi als Storage in ihr Cluster an, weil da sind die Backup-Infrastrukturen vorhanden, da sind die Wartungs- und Dienstleistungsinfrastrukturen vorhanden. Nur anstatt halt jetzt VMs drauf zu tun, benutzt man halt ein Container-Cluster. Das haben wir benutzt. Ich weiß, dass es auch mit Cluster-FS und so Varianten gibt, echte Cluster-File-Systeme zu benutzen oder CEFs ist ja auch sowas, haben wir aber nicht benutzt. Ist, glaube ich, für unsere Installationsgrößen auch so ein bisschen Overkill. Haben Sie da Erfahrungen drin? Das schon probiert? Nee, aber also die Frage kam halt häufiger auf, weil wenn Anwendungen auf gesharte Files zugreifen und man folgt der Docker-Philosophie und hat sozusagen nur einen Prozess, zum Beispiel Frontend-Prozess pro Container, dann hat man sofort also oder relativ schnell die Notwendigkeit, dass halt 20 Container auf den gleichen Datenstand im Filesystem zugreifen müssen. Und das ist noch nicht so richtig gelöst in meiner Theorie, sage ich jetzt mal. Ja, also das ist tatsächlich ein Problem, wenn man beispielsweise eben größere Mengen Bilder hat und dann gibt es ein Backend, das lädt Bilder hoch und dann gibt es Frontend-Services, die müssen die ausliefern. Und eigentlich gibt es da also zwei Antworten drauf, die, sagen wir mal, der Docker-Philosophie, wie Sie das sagten, entsprechen einer Anwendung in sich gekapselte Daten. Das eine ist halt, dass man einfach saubere Schnittstellen definiert, beispielsweise sagt, okay, wir benutzen Amazon S3-kompatiblen Storage, kann man ja auch selber hosten, also wir benutzen da einen Minio-Server, der ist ja auch kompatibel. Dann kann das Backend dort seine Daten reinladen, das Frontend kann sie da rausholen, die reden HTTP miteinander, super, kann ich sogar mehrere Instanzen von haben, kann ich sogar skalieren, wenn mein Storage-Backend mir zu langsam wird. Eine Variante. NFS ist definitiv eine andere, die eigentlich der Docker-Philosophie ja auch entspricht. Ich habe einen Storage-Provider, der kann das besonders gut und ich habe Storage-Consumer, die konsumieren das halt. Und Kubernetes unterstützt das von Haus aus. Es gibt einen Physical Volume Provider für NFS-File-Systeme. Ich kann dort sagen, mach mir mal ein Storage von hier. Und was dann halt passiert ist, dass quasi auf der Host-Node, auf dem der Container läuft, wird das NFS-Volume gemountet, der Ordner mit dem Bind-Mount wohin gelegt und das wird dann in den Container reingereicht. Das ist der Container, die Anwendung in dem Container sieht gar nicht, wo sein Storage herkommt. Der hat da halt einen Ordner, schreibt da Zeugs hin und die Magie sorgt dafür, dass es am Ende auf meinem Netzwerk-File-System landet. Und NFS verfügbar zu machen, ist nicht schön, aber da gibt es Lösungen für. Vielleicht noch eine ganz andere Frage. Wie sind eure Erfahrungen mit Migrations? Also sowohl jetzt aus der Systemadministrator-Sicht, also zum Beispiel ist es nie notwendig, bei einem Upgrade von PostgreSQL irgendwas zu tun an dem Persistent Volume? Also die Frage war, ob es
manuelle Eingriffs... Also wenn ich jetzt von der klassischen Sicht aus als Linux-Administration herkomme, mhm. dann macht man ja ein betriebssystemsinternes Update mhm. und das tut unter Umständen Dinge mit dem mhm. Datenbestand, der halt lokal vorliegt auf der ja. Platte. Ja, also solche Dinge, solche Maintenance- Tätigkeiten zu an den Daten, an dem Datenbestand, also beispielsweise das Upgraden von dem Binärformat der Postgres von der einen Version zur nächsten, sind eigentlich Dinge, die innerhalb des Containers passieren sollten. Wir haben das jetzt nicht so richtig gezeigt, aber ich brauche es auch nicht zeigen, es ist in den Slides da drin, wenn man nachgucken will. Wenn der Docker-Container mit dem Postgres hochstartet, macht er auch so Sachen. Der legt die Datenbank an, dann legt er die Role an, dann konfiguriert er das Postgres, dann killt das nochmal und dann startet er das mit anderen Argumenten nochmal, damit das jetzt dann quasi auch mit den neuen Settings hochgefahren ist. Mhm. So, der Container selber macht also schon ein bisschen mehr, als einfach nur die Anwendung zu starten und zu hoffen, dass das funktioniert. Beispielsweise sind da eben auch Upgrade-Routinen drin. Also wenn der Postgres-Container hochfährt, liest er das Version-File, guckt sich an, ist zu alt, führt dann Postgres-Migration aus und führt dann das Postgres aus. Mhm. Das heißt, das ist eigentlich Aufgabe des Containers. Für uns ist das wichtig, wenn wir ein Upgrade machen, zu wissen, dass das eventuell irreversibel ist, dass wir vorher die Daten mal wegsichern sollten, weil wir eventuell nicht mehr zurückkommen, weil das Binärformat ist jetzt halt Postgres 9.6 und startet nicht mehr mit Postgres 9.4. Da kann man natürlich auch entgegenarbeiten, indem man vielleicht einfach das Volume mit den Postgres-Rohdaten regelmäßig wegsichert. Manchmal kann man ja auch, wenn die Datenbank klein genug ist, Dumps ziehen und die wegsichern, aber klar, das geht nicht immer. Und dann kann ich eventuell damit arbeiten und dann muss ich vielleicht darauf achten, dass ich die Daten, das Backup nochmal mache, bevor ich den Container update, damit ich weiß, dass ich zurück kann oder eine Kopie davon mache. Das natürlich entbindet mich das nicht von den Tätigkeiten, aber die Werkzeuge sind jetzt halt immer dieselben für alle Arten von Systemen. Ob ich jetzt von einem MongoDB-Storage ein Backup ziehe oder von einem Postgres, ist völlig dasselbe. Ich kann das Replica-Set auf 0 skalieren, den Physical Volume wegkopieren und dann das wieder hochskalieren mit der neuen Version. Das geht für alle Arten von Anwendungen. Das ist eigentlich das Tolle dran. Aber klar, dieselben Überlegungen muss ich auch anstellen, was Kompatibilität beispielsweise angeht. Und ähnlich wäre das dann auch, wenn auf Applikationsseite sich zum Beispiel das Schema ändert. Ja. Man hat aber 5 Frontend-Nodes, die das neue Schema benutzen. Ja. Dann muss man sozusagen diese Manifeste entsprechend anpassen, sodass erst eine mit einem Pod ja. eine sozusagen Schemaveränderung durchgeführt wird und dann erst die andere. Genau. Genau, also Schema-Updates. Wir machen das beispielsweise so, wir sagen, wir wollen uns den ganzen Ärger gar nicht machen. Unsere Anwendungen starten sehr schnell. Schema-Updates laufen auch sehr schnell. Wir haben halt Strategy Recreate. Kill das Ding, fahr es hoch, also fahr ein neues hoch, alles gut. Downtime 10 Sekunden. So ist für uns verkraftbar. Ist mit Sicherheit nicht für jeden verkraftbar. Aber die Überlegungen, die ich dann treffen muss, sind exakt dieselben, die ich hätte, wenn ich das klassisch administrieren würde. Da muss ich mir auch überlegen, kann ich vielleicht ein Static Cache davor haben oder kann ich dem eine Read-Only-Sicht geben auf die Daten? Kann ich vielleicht das Postgres Read-Only schalten, die Daten klonen, ein neues hochfahren und da die Anwendung drauf? Oder kann meine Anwendung eben damit umgehen, dass eine neue Instanz hochfährt, die Migrationen anwendet und jetzt ist die Datenbankstruktur vielleicht nicht mehr die laufenden Anwendungen erwarten, kann die damit klarkommen? Die Fragen habe ich so oder so, wenn ich skalierende Anwendungen baue. Das ist eigentlich Teil der Disziplin, skalierende Anwendungen zu bauen. Das Cluster gibt mir nur Werkzeuge in die Hand, das angenehm zu machen, ohne das mit der Hand frickeln zu müssen. Und eben auch ein Rollback machen zu können, beispielsweise, wenn ich es halt doch nicht funktioniert habe. Aber ja, die Überlegungen, gerade Schema-Migration, sicher, die muss ich so oder so auch tun und mir überlegen, wie ich klarkomme. Wie gesagt, wir schalten einfach eine Wartungsseite, upgraden die Anwendung, gucken, ob sie läuft, schalten die Wartungsseite wieder aus. Alles gut. Weitere Fragen? Schön. Ich danke euch. Falls sich doch noch was ergeben wird, Bier, Mate, Kaffee und wir können dabei auch gerne weiter quatschen und noch ein paar Ideen austauschen. Ansonsten danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal.